Hallo und grüß euch, ich bin die Lisi und ich bin in der zweiten GF. Ich will euch jetzt nur ganz kurz was über das Wasser in unserem Körper erzählen. Also, 55% des Körpergewichtes einer Frau enthält Wasser. 60% sind das beim Mann. Im Vergleich kann man das circa so sehen, dass wenn man 70 Kilo wiegt, hat man circa 42 Liter Wasser im Körper. Ein Mensch nimmt pro Tag so um die 2,5 Liter Wasser auf. Ein Liter davon nimmt man durch Nahrung zu sich. Unser Wasser, das löst und transportiert fast alle Nährstoffe in unserem Körper. Es wirkt wie eine Heizung oder ein Klima in unserem Körper. Das heißt, wenn wir viel Sport machen, dann ist uns heiß. Und unser Wasser im Körper versucht durch den Schweiß uns wieder abzukühlen. So halten wir unsere Temperatur. Ganz wichtig ist es mehr zu trinken, wenn man krank ist. Hey, Lisi! Aber es schmeckt ja viel besser, wenn wir schön herrichten würden, oder Lena? Auf jeden Fall. Schau, was ich Schönes hergerichtet habe. Hallo, heute stellen wir euch das Infused Water vor. Wasser ist das Wichtigste für unseren Körper. Hier haben wir verschiedene Infused Water vorbereitet. Sie schmecken sehr gut, schauen auch sehr gut aus. Und das Wichtigste, die Antioxidantien und Vitamine bleiben ebenfalls enthalten. Das englische Wort Infused Water bedeutet aufgegossen. Das Ganze haben wir hier gemacht mit Apfel, Ingwer und Zimt. Das wird dann kaltgestellt für mindestens 30 Minuten. Wenn man das wieder rausholt, schmeckt das sehr gut und ist auch super für den Körper. Lasst es euch schmecken. Also, ich hoffe, euch hat unser Infused Water gefallen. Vielleicht probiert ihr es daheim aus. Ist eine super Alternative, wenn ihr das Wasser gerne mögt und vielleicht ein bisschen das verfeinern wollt mit ein bisschen an Geschmacken. Und dann hoffen wir sehen uns bald. Prost! Prost! Prost.